So, willkommen zu dem wohl dunkelsten Let's Play der Welt. Ja, ich wurde quasi von meiner Mutter gezwungen, hier doch noch heute Let's Play zu machen. Also, ja, hat er auch gesagt. Von daher würde ich mal sagen, auf zu Map 3 von Dark Doom. Also, Dark Doom, ja doch, Dark Doom, ist auch egal. So lange, bis die Sonne aufgeht, können wir es ja noch machen. So, Logging. Da kommt der. Digga, man sieht ja einfach fast gar nichts. Tja, also sollte man das Flashlight einschalten, also meine Taschenlampe. Diesen scheiß Fass da umbringen und immer wenn ich darauf schießen will, fällt ich unten mal vor den Fass. Da krieg ich ja fast eine Waffe. So. Ja, kommt alles hinher. Fuck. Oh, Alter, Leute. Ah, ihr werdet doch alle krank. Leute. Yay, ich hab noch 50% Leben. Woo! Eigentlich konnten wir hier am Ende des Lebens volles. Was? Zum Glück bekommt man hier am Ende des Levels volles Leben und Rüstung. Weil das hier war jetzt gerade eher traurig als alles andere. So. Alter, was ist denn hier los? So. Bam, bam, das haben wir. Gut. So. Ja, komm her. So.
sieht soweit schon mal ganz gut aus hier. Ein verschärften Bereich hätten wir damit. Rocket Launcher. Jetzt können wir den Tieren die Rakete in den Arsch schieben. Direkt ungeschmiert. So. Sieht aber schon witzig aus hier, diese Textur. So, wenn ich mich nicht irre, ist dieser Schalter, den ich da gerade umgelegt habe, der Schalter, der diese mittlere Bahn da aufgelegt hat. Also diese Bahn hier. Bin ich mir zwar jetzt nicht so sicher, aber das dürfte, glaube ich, der Schalter genau gewesen sein. Ich bin ja gerade hängen geblieben hier. Alter. So, etwa. Dann gehen wir mal in den letzten Bereich. Oh. Langsam sieht man bei mir, wie der Himmel langsam heller wird. Alter, Junge! Das war immer sowas von traurig. Schön, na dann wollen wir mal. Komm her. Komm her. Ach, leck mich. So. Oh, hier steht sogar mit Blinkeffekt. Ah ne, ist Flackereffekt. Nice. Ja gut. Ja. Noch was mit. Mehr wichtiges Karten. Das ist ja eigentlich für ein Symbol. Hören wir ganz kurz. Das ja. Achso. Radiation. Also. Radioaktivität. nur damit ihr es wisst, das ist ein Informationssymbol. Halt, also in allen Räumen, wo dieses Radiosymbol drauf ist, kann man europaweit Radiosender hören. Also diese europaweiten Radiosender hören. Das ist diese Radioaktivität. Hat also nicht so viel mit Gefahrensymbolen oder sowas zu tun. Immer wenn ihr Gebäude seht, wo so ein Symbol drauf ist, einfach reingehen, Radio einschalten und ihr werdet euer Radio in Dolby Surround genießen können. Nee. Und wenn ich eine fragt, was ihr in dem Gebäude macht, sagt nicht, dass ihr es von mir habt. So, Speicherort.
Und dann, ciao, ciao.